Hallo Leute, ja, wir sind hier letztes Mal bei Gladbeck und Gießenhorst gewesen, haben da eine Buslinie aufgebaut, damit die beiden Städte verbunden werden. Das läuft ja ganz gut, denke ich. Lassen wir auch mal laufen jetzt gerade das Spielchen. Hier stehen 26, da stehen 57 und da stehen gar keine, okay, aber diese fünf sind, glaube ich, diejenigen, die dann auch noch weggeschafft werden. Und das hatten wir ja letztes Mal kontrolliert. Die Busse, die hier irgendwo fahren, die waren auch zwei voll. Einer, das ist der dritte hier. Ja, geht, ne? Die fahren auf jeden Fall gut hin und her. Mein Gedanke war jetzt, dass wir die Schiffslinien vielleicht noch ein bisschen optimieren sollten. Wir haben hier Winnen. Da würde ich gerne hier einen Hafen machen, dass dieses mit dem Bus angeschlossen wird. Und bei einem Stock würde ich das auch nochmal machen, damit sich das vielleicht dann doch nochmal irgendwann rentiert, ne? Weil da sind wir so ein bisschen schlecht unterwegs, sag ich mal. Gut, nach dem Logo schauen wir da mal. So, dann wollen wir mal gucken. Fangen wir in Winnen an, oder? Also Winnen braucht jetzt erstmal einen Schiffsanleger. Ne, das war Bahn, Schiff ist hier. Für Passagiere, das soll dann hier hin. Drehen wir den mal. So, wenn man den so weit rausbaut. Ich mache den mal so. Nee, dann geht das schon. Aber wird schon so passend sein hier. Zack. Dann brauchen wir da eine Bushaltestelle dran. Und zwar Gebäude. Achso, das ist gar keine Straße, das ist hier ein Hof. Gut, dann müssen wir erst eine Straße haben. Die dann da dran ergeht. Kollision steht da. Das heißt, es funktioniert nicht. Gebogen. Was ist denn gebogen bei denen? Na komm, wir machen es so. Und zack, haben wir. Jetzt brauchen wir das Gebäude. Da brauchen wir hier nur. Ja, machen wir nur so, oder? Ein Hütchen dahin. Wenn es hier. Müssen wir mal gerade gucken, wie viel machen wir denn hier so hin? Wenn wir das hier hin machen, sind wir schon mit ziemlich vielen unterwegs. Und ich glaube, hier noch einen hin, dann passt schon, oder? Wo war der jetzt? Da. Ah, nee, reicht doch nicht ganz. Hier fehlt es auch noch. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den letzten hier hin. Und da es hier noch fehlt, kommt da auch noch einer hin. Gut, haben wir dann Dreier. Jetzt ist die Frage, ist das Städtchen irgendwie angeschlossen an einem Depot? Ich glaube nicht, ne? Und da ist ein Depot, das ist eine Straße, die hier lang geht. Geht hier lang. Geht da lang, geht da lang. Doch, geht. Brauchen wir kein neues Depot bauen. Können wir das hier nehmen? Einmal hier rein, neues Fahrzeug kaufen. Welchen Bus wollten wir nehmen? Den hier. Ja, der fährt über Land und macht das, also fährt auf der Straße auch, dann macht das Sinn. Können ja mal gerade noch Passagiere machen. Das ist dann der neueste, kostet uns 798.000. Den kaufen wir. Und dann gibt es hier eine neue Linie, die wir dann hier noch kreieren müssen, ne? Also einmal da, dann da, dann da, dann da und dann fährt er wieder nach da hinten. Dann passt das schon. Fährt, denke ich. So, und dann müssen wir hier noch unseren Schiffsanleger, den machen wir aus hier. Müssen wir unseren Schiffsverkehr noch anpassen. Linie 25. Linie verwalten. Und zwar muss hier noch Haltestelle hinzufügen sein. Und zwar die.
So, und der kommt jetzt von Giesenhorst, fährt nach Winnen. Und dann müsste er eigentlich hier hinten nochmal hinzukommen, ne? Zweites Mal, aber die muss ich jetzt verschieben. Kriege ich die verschoben hier? Ah, sehr schön. Kein Filter aktiv, laden, wenn vorhanden. Na komm, dann schmeiße nochmal da raus. Und mal Kettmaß Mühle und dann passt es auch. Giesenhorst nach Winnen, dann nach Kettmaß Mühle, Leitzgau, Kettmaß Mühle, Winnen und dann wieder nach Giesenhorst. Das passt dann, das ist dann schon mal richtig. Gut, wie viele Passagiere sind denn da so drauf? Keiner, auch sehr schön. Wo ist er? Okay, die fahren auch gerade direkt hintereinander her, ne? Ist jetzt auch nicht so das Idyll. Komm, dann der hintere, der soll mal andersrum fahren. Dann wird es doch vielleicht besser, oder? Weil der kann doch hier alle schon mal mitnehmen. Leitzgau passt. Wie steht denn in Leitzgau? 26. Das sind auf jeden Fall ein paar Leute mehr. So, Eibenstock ist das nächste dann. Da kommt auch ein Hafen hin. Passagiere. Ah ne, an der Brücke machen wir nicht. Wir machen den kurzen Weg zum Städtchen hier, ne? Das passt. Dann lass uns Linie 25, Linie verwalten. Was haben wir da? Kittelmersmühle. Von Winnen. Haltestelle hinzufügen. Die, weil Eibenstock liegt doch vor Winnen, hinter Winnen, ne? Ja. Und Kettmersmühle. Kommen wir dann, warte mal, Giesenhorst nach Winnen, nach Eibenstock, nach Kettmersmühle, dann nach Leitzgau, dann Kettmersmühle, dann wieder Eibenstock. Winnen und dann sind wir wieder rum, dann passt das. Dann haben wir das schon mal richtig. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier noch eine Straße hinzaubern. Die eine Straße habe ich letztens wahrscheinlich falsch gebaut, ne, aber. Einbahn, Stadtstraße. Ja, hier machen wir jetzt mal eine Stadtstraße raus. Und fertig. Dann ein Gebäude dahin. Ne, die war's. Da. Wie, die reicht bis dahin? Wow. Dahin, dahin und hierhin. Gut, passt. Jetzt müssen wir nur gucken, von wo kommt hier ein Bus. Der kann von hier kommen, ne? Das ist. Passagiere haben wir, der ist es. Den kaufen wir, der kriegt eine neue Linie und die bauen wir hier unten hin. Ist hier, nach da, nach da, nach da und wieder zurück. Sollte funktionieren erstmal, oder? So, und dann müssen wir schauen, wie will demnächst da stehen. Da ist der Bus. Der ist auf Linie 40. Linie 40 ist hier, passt. Sieht so aus, als ob er da hinfahren kann, ne? Ja, da haben wir das auch schon geschafft. Wie viel Geld haben wir? Oh, wir haben reichlich Geld. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die alten Dinger alle noch Fahrzeuge tauschen hier. Hier zum Beispiel, der kann auf jeden Fall ausgetauscht werden. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Elektrisch. Passagiere. Gibt es doch bestimmt auch als Kombination. Da Zugkombination elektrisch. Oh, ICE gibt es auch schon. Wow.
58, 19. Ja, der ist es dann. Hinzufügen und ersetzen, oder? So, da gehen jetzt 99 rein. Da 46, 51 und da 20. Das ist jetzt Linie 4, ne? Lass mal Linie 4 gerade mal gucken. Linie verwalten. Pelling, Leitzgau. Wo ist Linie 4? Da. Der fährt hier nur hin und her, ne? Ich glaube, dann können wir die anderen ausmustern. Kann das sein? Fahrzeug verwalten. Verkaufen. Ja. So, dann sind wir das los. Jetzt haben wir hier noch einen, ne? Da stelle ich mir gerade die Frage, ob wir den. Ne, ich glaube, den tun wir auch weg. Fahrzeug verwalten. Auch weg. Jetzt fährt nur noch der. Er hat schon 19 drin, das war klar. Das waren noch die vom letzten Mal. Doppelstockwagen wartet jetzt hier unglücklicherweise so, dass die da nicht durchfahren können, oder was? Okay, jetzt geht's hier aber weiter. Da sind ja zwei Züge runter davon, wenn wir diesen jetzt hier nur. Wie schnell kann der überhaupt? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. 100? 30. Okay, dann sollte das ja auch gar nicht so schlecht sein, ne? Wir bestehen hier 26. Die kriegt er auf jeden Fall mit und im Pelling. Ist nicht Linie 4, da haben wir was Falsches erwischt. Hier ist Linie 4 mit 24. Okay, der eine sollte da auch reichen erstmal. Gut, weitere alte Fahrzeuge austauschen. Zug 6. Das ist ein Dingenserzzug. Fahrzeug verwalten. Ersetze gewähltes Fahrzeug. Das kann elektrisch sein, das kann Cargo sein. Gibt es denn hier eine Zugkombination? Nee. Cargo. Elektrisch. Das hier sieht gut aus. 16 haben wir. Der wäre 30 und die wäre 12. Dann können wir die 16er nehmen. Hinzufügen und jetzt Cargo. Für Dingens hier, sag schon. Schüttgut und zwar Eisenerz. Wir bleiben mal 24. Kapazität ist jetzt 80, vorher war sie 40 oder ist sie 40? Könnten noch ein bisschen mehr machen. Ja, 105 geht bestimmt noch, oder? Das heißt, wir brauchen 30. Haben wir aber noch nicht. Ja, müssen wir darauf warten, ne? Bis das Geld reinkommt. Gut, ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns dann mit dem neuen Zug, wenn ich den kaufen kann, ne? Bis dann. Ciao.